Tja, die Fake News sind in der Welt und ich meine, wir haben hier Reporter, fähige Reporter, die in der Lage sind, Fake News von Unwahrheiten. Joachim Schäfer kennt man ja schon. Ja, ja, ich sag ja, wir haben fähige Reporter, die in der Lage sind, Fake News von Unwahrheiten zu unterscheiden und Wahrheiten zu unterscheiden. Das hat er letztes Mal bewiesen und er wird es heute auch wieder beweisen. Und deswegen bin ich der absoluten Sicherheit, ja, bin ich absolut sicher, dass auch, ja, Entschuldigung, da werden auch absolut fehlgeleitete Personen irgendwann erkennen, dass sie fehlgeleitet wurden. Und dann von der Bibel, deswegen traue ich mich auch mal zu fragen, wo haben Sie noch Infoquellen? Ja. Zum Beispiel, in welchen Telegram-Gruppen halten Sie sich auf? Sind Sie zum Beispiel in der Engelsburg befreundet? Nein, oder so? Ich habe mal von der gehört. Also mit der Engelsburg habe ich überhaupt nichts zu tun. Das war ja ein starkes Thema in Braunfels und in Leuen, in der Umgebung. In dieser Phase waren Sie nicht dabei? Nein, nein. Also, Herr Schäfer, mich würde interessieren, inwieweit Ihre Christlichkeit mit den Framing-Methoden vereinbar sind. Ja, beantworten Sie das mal. Ich bin Journalist, kein. Ja, aber das würde mich auch mal interessieren. Sind Sie eigentlich erfolgreich mit Ihrer Suche nach Nazis? Ja, Sie sagen, Sie sind Christ, also dann begründen Sie es auch. Ein Christ ist ehrlich und ein Christ ist offen. Ja, und ein Christ braucht überhaupt nichts zu verbergen. Deswegen habe ich Sie gefragt. Ja, aber deswegen frage ich Sie, wie können Sie das vereinbaren? Haben Sie auch vor, sich eine gesündere Existenzgrundlage zu suchen, als Nazis zu jagen, vermeintliche Nazis zu produzieren, diskursiv wohlgemerkt?